Keins davon macht boom. Ja gut, obwohl vielleicht kommt das noch, ich weiß es nicht. Ja, wer weiß. Es gibt einen Mod, mit der laufen dann ein paar Creeper hier rum. Nee, bitte nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Server tauglich kriege. Also von daher kann ich das sowieso knicken. So. Ach, ja, nur mal Glück gehabt. Aber lustig wäre es an sich schon so also zwischendurch. Nicht? Ich weiß ja nicht. Ein 2D-Creeper. Nee, nur wirklich nicht. Also wirklich nicht, nee. Oh. Ach ja. Doch nicht reichen, dann ist das Dach auch fertig. Dann kümmere ich mich noch um den kreativen Keller. Werd da auch noch kreativ, indem ich einfach weiter kopiere. Müssen wir mal bei Gelegenheit angucken, wie ich eine unendliche Wasserquelle bzw. eine unendliche Lavaquelle hier in Terraria erstelle. Gibt's sowas? Ja, aber das ist schon fast Bug-Using. Also bist du wieder am Rumcheaten, ja? Noch nicht. Aber du willst, du hast es vor. Ja, also ich meine ja nur, ne? Also hier für Pflanzen gibt es ja teilweise Pflanzen, die brauchen halt immer wieder Lava und auch für einen Obsidian-Generator braucht man halt extrem viel Lava und sowas und Obsidian brauchst du halt für einen bestimmten Trank. Und jedes Mal dafür wieder in die Höhle zu gehen. Ja gut, das ist nervig. Ne? Das ist fürs Let's Play irgendwie sehr doof. Das stimmt. Deswegen ist da so ein bisschen, ne, es ist ja nicht gecheatet, es ist eigentlich nur Ausnutzen der Spielmechanik. Also cheaten. Ja. Mehr oder weniger, ja. Ach, ich hasse es. Jedes Mal bei diesem Dach verbaue ich mich hier. Wieso machst du denn sowas? Ja, ich muss hochspringen, um den Stein anzubringen. Ja. Oh Gott. Und jedes Mal setze ich den dann zu hoch an und da guckt er so ein Stück über den Stein rüber und das ist einfach nur hässlich. Und das geht ja nicht, ne? Das ist hässlich. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Darf nicht. Geht nicht. Das geht nicht. Leute, das geht nicht. Das geht nicht, ne, das geht nicht. So. Machen wir die aber erstmal fertig. Es wird auch übrigens wieder dunkel. Ja, es ist immer mal wieder dunkel. Das ist man ja schon gewohnt hier. Aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal hier ein ausgebautes Häusli. Guck mal, da haben wir gleich wieder einen neuen. The Demolitionist. Yay. Schöner Name. So, den rette ich jetzt eben schnell. Bleib stehen, halte ein. So. Jetzt habe ich nämlich die Dings zugebaut, die Höhle, sodass der Kerl auch endlich mal in unser Haus reinrennt, weil die Dame da, unsere Ärztin, ist irgendwie abgehauen. Nein. Die ist ausgerissen. Wieso das denn? Wirklich. Waren wir eh nicht gut genug? Nee. Die hat uns gesehen und ist sofort, sagte sich, nee, und ist umgedreht. Das tue ich mir nicht an. Nein, danke. So. Man könnte meinen, das hätte hier so schon gestanden. Okay. So. Hier sind noch Löcher im Boden, sehe ich gerade. Verflucht. Ich bin ja auch doof. Wasserblätter einpflanzen, dabei geht das doch nur mit Samen. Oh. Muss ich wieder die Truhen durchsuchen und gucken, ob ich da Wasserblattsamen habe. Haben wir bestimmt nicht. Ja, vermutlich. Das ist ein großes Problem. Das bedeutet nämlich, wir müssen dann mit... Nochmal losrennen. Mit Wassereimern losrennen in die Wüste, Wasser über die Wasserblätter kippen und dann hoffen, dass da was Vernünftiges rauskommt. Okay. Ja, das Blumensaat, nein, danke. Brauche ich nicht. Was haben wir hier? Leuchtwurzelsaat, nein, danke. Ja. Keine Wasserblattsaat. Das ist natürlich schade. Also wirklich. Warum hast du die denn nicht mitgenommen? Ja, weil ich nicht daran gedacht habe. Oh, hast du wieder nicht nachgedacht, ja? Ja, wie immer. Dann bewässere ich halt schon mal die Stelle da so ein bisschen.
dass die dann auch gleich fröhlich wachsen können. Mhm. Dann machen wir auch ziemlich bald mal wieder eine Aufnahmepause. Nein! Doch. Ist schon wieder Zeit. Ist schon wieder dreiviertel Stunde rum hier. Na gut. Na, 7 Minuten hast du noch. Gefühl. Dann fange ich hier noch den Keller an. Du, 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 du. Ja, das Gewächshaus wird irgendwann mehr aussehen wie ein riesiger Turm oder so. Lässt du spielst du auch Architekt, ja? Ich spiele Mega-Architekt. Kreativität freien Lauf. So könnte man es nennen. Tue ich aber nicht. Okay. Und der Hase läuft hier fröhlich durch das Gewächshaus, 40 Keks. Kann man eigentlich so eine Art Luke bauen oder so? So meinst du wie eine Falltür bei Minecraft? Mhm. Ich glaube nicht. Weil ich überlege gerade einfach hier vielleicht den Keller mit der Höhle zu verbinden. Dann kann man das da oben zubauen und dann... Ja, du könntest halt diese Holzklappen machen. Ja, oder ich baue einfach eine Tür. Oder eine Tür, genau. Aber das können wir sonst auch nochmal in der Aufnahmepause nachgucken. Hm. Da sind wir ja flexibel. Ja. Ich mache hier erstmal den Keller und baue den aus. Kreativ baue ich den jetzt natürlich auch einfach von ganz genauso links nach ganz rechts durch. Okay. Ja, ich erweitere den jetzt einfach nur. Und dann kommen da noch mehr Truhen rein. Wuhu. Genau. So hatte ich mir das gedacht. Und wir haben 2 Hasen. Ui, ich habe hier auch einen Hasen. Aber der ist schon etwas weiter. Was mache ich denn hier eigentlich? Es sind hier Hasen. Halt. Moment, einfangen. Moment. Erstmal einfangen. Nee. Moment. Töten. Berühren. Ist auch so ein Zombie, den berühre ich auch mal. Kleingeld. Mach jetzt erstmal so. Den schönen Zug. So. Sollte reichen, so vom Wasserstand her. Oh, hier sind 3 Sterne. Meine Sterne, ich ja, hab gut, hier dann, 2. Ja, das waren 2 von 3 und oben auf dem Dach ist noch einer. Ui. Mein Stern. Der nicht deiner. Genau. Da ist wieder ein Hase. Hase. Berühren. Muss ihn berühren. Berühren. Berühr den Hasen. Muss Hase berühren. Hi, Hase. Dach. Der arme Hase. Ja, tut mir auch irgendwie leid. Ja, so ein bisschen, ne? Aber es spawnen ja immer wieder neue. Ja. Ist das da ein Dreckblock? Das ist halt wie Kenny. Ja. Oh mein Gott, sie haben Hase getötet. Ihr Schweine. So, dann wollte ich hier rechts halt mit so einer Tür dann einfach den Eingang sozusagen zu dieser Höhle hier bauen. Mhm. Du schaffst das schon. Jo. Ich muss hier in der Zeit mal 3 Türen herstellen. Wieso? 2 fürs Gewächshaus, 1 für hier. Achso. Ja. Na, hopp, so. Zack. Dann gucken wir mal gleich, was ich gleich bei dem Demolition-Typ da herstellen kann, beziehungsweise kaufen kann. Da kann man jetzt Sachen kaufen bei dem, ne? Ja, ich glaube sowas wie Dynamit und so. Ui. Ja. Schau ich mir gleich nochmal etwas genauer an. Hm. Erstmal den Stern hier. So. Fang ihn. Ich hab ihn. Gut. So, und da habe ich noch ein bisschen Glas, dass ich hier das Ganze ein bisschen ausbauen kann. Und jetzt werde ich beim Keller, werde ich jetzt kreativ. Moment. Da machst du einen roten Banner hin oder so. Quatsch. Nicht. Erstmal muss ich den Hintergrund hier wieder raushauen. Hintergrund raushauen? Mhm. Ja, hier die Wand. Naja, ich verstehe schon, was du willst. Ein Auge! Gut, wenigstens einer. Ein Auge! Hol dir das Auge! Berühren! Augenklatscher! Bitte was? Augenklatscher! Oh Gott! Das ist aus einem uralten PC-Spiel, so ein Adventure. Aha. Da gab es zwei Schnecken.
Und jedes ja. Mal, wenn die in so eine Art Witz gemacht haben oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau, haben die dann ihre Augen aneinander geklatscht. Okay. Kannst du dich noch an den Namen des Spiels erinnern? Leider nicht, es ist so alt, es ist glaube ich ein Sierra-Game. Augenklatscher, ja? Augenklatscher. Wahnsinn. Hammer. Es ist wirklich schon mindestens uralt, wenn nicht sogar noch älter. Älter als ich, ja? Ja, kommt. Obwohl, nee, ja. So alt nicht. Jetzt, nee, jetzt musst du rechnen. So alt ist es nun auch wieder nicht. Kam irgendwann Anfang der 90er raus. Oh. Glaube ich zumindest. Aber das wenn ich jetzt irgendwann mal herausfinde, wie es heißt, dann sage ich Bescheid. Das sieht jetzt hier richtig wie ein Keller aus. Das sieht cool aus hier. Richtig wie ein Keller. Ja. Für uns Kellerkinder hier ist das ja, ne, Alltag, aber hier auch. Jo. Nein, jetzt habe ich die Fackel falsch gesetzt. Ich Depp. Mensch, so. Setz doch die Fackel nicht falsch. Ja, zu spät. So. Setze hier hin, setze ich da eine hin. Mache ich da eine hin. Mache ich da eine hin und da hinten. Muss ja alles hier ordentlich beleuchtet sein und so, ne? Habe ich gehört. Mhm. Jetzt beschwert sich hier irgendwer. Damit die Leute das ja hier auch anständig sehen können. Genau. Unter anderem. So, jetzt habe ich aber kein Glas mehr. Nee. Gut. Okay. Jetzt musst du hier meine Kreativität noch sehen. Moment. Ja, bin unterwegs. Fertig ist es so auf jeden Fall schon mal. Voll cool. Ah, voll krass. Sieht doch schick aus. Ja. Hier kommt dann wieder Normalstein dann hin. Nein. Doch. Abwechslung hoch 3. So. Es muss ja symmetrisch sein. Geschäft. Was hast du denn? Du hast Dynamit. Kostet 50 Silber. Zu viel. Mhm. 50 Silber ist eine Menge. Eine Bombe hat er. Und Granate. Oh, Wahnsinn. Haben wir. Da lohnt es hier richtig zuzuschlagen. Na gut, Dynamit ist gar nicht mal so verkehrt manchmal. Aber das sprengt doch alles mit weg, ne? Ja, wenn du nicht da weggehst, dann ja. Also, nein, also wenn... Blöcke wenn, bleiben. Achso, ich dachte, das wäre jetzt zum Blöcke wegsprengen. Zum schneller Minen hier. Ja, aber das, was die Blöcke bauen. Quasi droppen, das kannst du einsammeln. Das kann man einsammeln, das geht nicht kaputt, okay. Nee, das ist nicht so wie in Minecraft. Hm. Hast du denn noch die Tür, die du da rechts anbringen kannst? Nope. Wenn du schon hier unten bist? Nö. Ich hab eine oben angebracht. Wo? Oh. Na, da oberhalb von dem Minentyp da. Ach, da. Ja, gut. Yay, ich könnte wieder einen Mana-Stern herstellen. Möchtest du einen Mana-Stern? Unbedingt. Für den Fall des Falles. Ohne da, ich habe ja noch nicht mal irgendwas, damit ich Mana verbrauchen kann, aber egal. Ja, hatte ich auch noch nie. Dann schmeiß mal her. Prinzip. Warte mal. Schmeiß her. So, na. So. Jetzt habe ich irgendwie, glaube ich, durch meinem Springen die Fackel abgebaut. Ja. Oder ich war's. Yay, du hast einen Mana-Punkt erhalten. Yay, ich habe 20 Mana. Ich auch. Jetzt gehen wir die Welt erobern. Yay, aber erstmal haben wir eine Aufnahmepause. Nein, ich muss nicht. Na, mach schneller. Du schaffst es. Renn, Junge. Renn wieder zurück. Ich sehe das Gefühl. Lücke. Ist ja egal. Hier sind auch Lücken drin. Ja. Ah, hast ja nicht ordentlich gebaut. Das musst du nachher nochmal nachholen, ne? Panik. Fertig. Okay. So, dann sagen wir jetzt einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.